Sie hören die 248. Ausgabe von Crop FM. Mein Gast heute Abend ist Dr. Heinrich Kusch und Titel der Sendung sind Tore der Unterwelt. Ebenfalls mit dabei der Cropcom, jener Live-Chat, mit dem sich Hörerinnen dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at. Einfach einsteigen und seine Frage stellen. Und die Streaming-Umgebung ist auch neu aufgesetzt hier auf Radio Helsinki und hoffentlich hält sie dem Ansturm heute Abend stand. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, abonnierbar von der Startseite aus von CropFM, cropfm.at, cropfm.at, die Website zu dieser Sendung. Dort findet man auch den Podcast, in dem man alle bisherigen aufgezeichneten Sendungen nachhören kann, ein Archiv, in dem die ganzen Sendungen als MP3 und Real Audio herunterzuladen sind. Das Forum betreut von Valador Unarmed, Wingman und Eraser. Und befüllt von vielen Hörerinnen und Hörern mit spannenden Fragen und Diskussionen. Und auch zur heutigen Sendung gab es schon zwei Fragen im Forum, die ich versuchen werde zu beantworten, neben den Chatfragen. Coverbild heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Die Fantasie ist vielleicht etwas mit ihm durchgegangen, aber ein sehr, sehr schönes und stimmungsvolles Bild, wie ich finde. Auch wenn so ein Eingang in der Steiermark nicht existiert, leider. Leider. Das CropFM-Shirt ist erhältlich auf der Startseite, gleich unter dem Ankündertext findet man den Link auf den Eintrag im Kickshop. Dort kann man es bestellen oder in der Feuerbachgasse 25 selbst abholen. Und last but not least, der Spenden-Button findet sich ebenfalls ganz oben auf der Startseite oder im Archiv. Man kann mir per PayPal, Flatrate oder als Überweisung eine kleine Unterstützung zukommen lassen und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die die Gelegenheit schon wahrgenommen haben. Kurz vor meinem Aufbruch zu Hause heute, als ich ins Studio kommen wollte, kam die Meldung über den Cropcom. Dort erfährt man es am ersten. Ein historischer Tag in Ägypten. Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak ist heute unter dem Druck der Massenproteste zurückgetreten, teilte der Vizepräsident Omar Suleiman in Kairo mit. Mubarak war am Nachmittag mit seiner Familie in den Badeort Sharm el-Sheikh am Roten Meer geflohen, wo er seine Villa besitzt. Über einen möglichen Rücktritt des ägyptischen Präsidenten habe ich am vergangenen Sonntag auch mit meinem in Kairo lebenden Onkel Azmi Anaptaui gesprochen. Er war da noch eher skeptisch und eines der Probleme, das er sieht, ist, dass offenbar niemand im Land befugt ist, Änderungen an der Verfassung vorzunehmen und es auch nicht vorgesehen ist, diese Befugnisse vom Präsidenten auf seinen neulich eingesetzten Vize Suleiman oder wen auch immer zu übertragen. Also das hat er sich schon sehr schön gerichtet. Der Herr Mubarak, der jetzt seit 30 Jahren dieses Land mit eiserner Hand regiert hat, seit der Ermordung seines Vorgängers.
Asmaan Abtaoui sah die Hintergründe des Aufstands in Ägypten und vielen anderen arabischen Ländern, denn das muss man jetzt auch bedenken, dass hier gerade überall eigentlich was sehr Interessantes passiert, zum Beispiel, dass mein CD-Player einfach stehen bleibt im Hintergrund, aber okay. Also diese Aufstände, die es in vielen arabischen Ländern derzeit gibt, sieht er vor allem durch wirtschaftliche Faktoren motiviert und gleich danach dann mit der Unzufriedenheit und den überwiegend diktatorischen Verhältnissen, die in vielen arabischen Staaten herrschen. Und das Interview direkt aus Kairo kann aus der Crop FM Clip-Sektion heruntergeladen werden und steht also dort als MP3 bereit. Ja, und mein CD-Player da im Hintergrund hat einfach jetzt den Geist aufgegeben und möchte nicht mehr den News-Jingle spielen. Ist okay. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, das passt nicht so gut im Hintergrund, die Musik, daher vielleicht eh besser. Pantherion Level 2 Briefing Video, Stichwort Knittelfeld, ein sehr interessantes Video-Interview von Bernhard Reicher und Jörg Vogeltanz mit den beiden Fotografen Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb, in dem diese auch erstmals über ihre Man in Black Erlebnisse öffentlich und offen sprechen. Ich habe das schon mal vorher bei einem Besuch von ihnen erzählt bekommen und traute meinen Ohren nicht. Aber das Wissen rund um die Vorgänge, rund um Knittelfeld ist offenbar Pflichtlektüre, wenn man Teil der paranormalen Eingreiftruppe Pantherion werden will. Auch wenn das Ganze vorerst in einer Parallelwelt stattfindet, die derzeit gerade für die Leinwand aufbereitet wird. Die Dreharbeiten zum Pilotfilm der Pantherion-Serie, um das geht's hier natürlich eigentlich, wurden Ende 2010 erfolgreich abgeschlossen. Das ganze Material wird derzeit am Schneidetisch seziert. Und ich bin schon so gespannt, was dabei herauskommt. Es gibt auch noch weitere Puzzlestücke zum Pantherion-Universum, wie zum Beispiel das Hörspiel, das von Walter Brandner gerade bearbeitet wird und das ebenfalls demnächst dann entstehen soll. Und auch ein Buch ist geplant, etc. Also ganz viele Dinge im Pantherion-Universum. Pantherion, Reality is debatable. Eine traurige Nachricht, Hans Seelhofer ist am 10. Jänner verstorben. Das Begräbnis fand am 22. Jänner in der Kirche Bichwil statt. Hans Seelhofer war Mitbegründer der Vostag AG und hat sich Zeit seines Lebens der Erforschung alternativ wissenschaftlicher Ansätze gewidmet, insbesondere der Erforschung der sogenannten Tachyonen und der Zusammenhänge mit dem menschlichen Bewusstsein. Es gab eine sehr spannende Live-Sendung mit Hans Seelhofer Ende 2009 und diese Sendung findet sich natürlich neben allen anderen Sendungen, 247 an der Zahl, im Past-Shows-Archiv von Crop FM. Last but not least, ein Artikel namens Formenwandler, der auf unserem Lieblingsblog Obskuristan erschienen ist. Ein Artikel von Matrix 2012 Vulgo Siegfried Gritzig. Im zweiten Teil des Artikels gibt Siegfried, der ja auch schon mal kurz live auf Sendung zu hören war, in der Obskuristan-Sendung damals mit Walter Brandner als Gast. Und in diesem Artikel gibt er auch zum ersten Mal konkrete Informationen über sich preis. Sehr interessante Person, dieser Siegfried Grützig. Ja, kurz und gut, eine weitere Expedition ins Obskuristan-Universum und wie immer spannend. Ja, mein heutiger Gast, der Prähistoriker Heinrich Kusch, forscht mit seiner Frau Ingrid Kusch seit vielen Jahrzehnten in Höhlen rund um den Erdball und hat absolut erstaunliche Fakten zutage getragen. Nicht in Südamerika oder in Ägypten, nein, gleich hier um die Ecke, in der Steiermark, in Mitteleuropa.
Die Funde legen nahe, dass unser Verständnis der Vorgeschichte unseres Kontinents mehr als unvollständig ist. Aber die Frage ist natürlich, wo fängt das an und wo hört das auf? Das Buch Tore zur Unterwelt legt Fakten auf den Tisch, die zum Teil nur schwer einzuordnen sind, und wirft Fragen auf, deren Beantwortung vieles verändern könnte und vielleicht auch wird. Dr. Kusch sitzt heute Abend live vor mir im Studio. Die Forschungsarbeit nimmt natürlich fast seine ganze Zeit in Anspruch und es war nicht sehr einfach, diesen Termin zu finden. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass es geklappt hat. Schönen guten Abend, Herr Kusch. Einen schönen guten Abend, Herr Al-Ubaidi. Ja, mein Name ist, man muss ein bisschen dran gewöhnen, da ist Ihre natürlich schon viel einfacher. Bin froh drüber. Vielleicht am Anfang, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier live über Ihre Arbeit zu sprechen, die, glaube ich, was jetzt so Archäologie betrifft, im Raum Steiermark, für mich zumindest mit Abstand das Spannendste ist, von dem ich je gehört habe. Und ich glaube, dass sich das auch durchaus mit anderen Forschungen, die in den einschlägigen Ländern gemacht werden, vergleichen kann. Und ich finde es absolut erstaunlich, was sich wirklich vor der eigenen Haustüre hier abspielt. Wie begann euch Ihre Leidenschaft für die Archäologie, für die Höhlenforschung und die Rätsel unserer Vorgeschichte? Ja, die Leidenschaft ist eigentlich immer schon da gewesen seit der Jugendzeit. Denn jeder Jugendliche, vor allem jeder, meistens jeder männliche Jugendliche, ist immer irgendwo in Löchern, wo man Schätze zu finden hofft, unterwegs. Und das war auch bei mir so, also mit dem 6., 7., 8. Lebensjahr ist diese Leidenschaft an die Oberfläche gekommen und das Ganze hat sich dann letztendlich zum Beruf entwickelt, aber natürlich im Laufe von Jahrzehnten. Wir haben also, in meiner Jugend habe ich dann ganz, sehr viel Forschungen in Naturhöhlen unternommen. Wir haben also da hunderte Höhlen untersucht und je extremer die Höhlen wurden, desto interessanter ist es geworden. Nur mit der Zeit flacht dieses ganze Erlebnis dann einmal ab, ne? Und man versucht, den Dingen nachzugehen, die in den Höhlen sind. Und da ist der archäologische Faktor letztendlich an die Oberfläche gekommen. Wir wollten eigentlich etwas mehr über die Menschheit wissen. Und nachdem ja leider fälschlicherweise immer wieder versucht wird, also Höhlenmenschen in die Steinzeit zu kreieren, die hat's ja so gesehen nie gegeben, aber man hat halt das hineinprojiziert, weil man eben Menschenfunde aus Höhlen, die ältesten Menschen, Knochenfunde aus Höhlen gehabt hat, hat man die als Höhlenmenschen bezeichnet. Dabei hat es an der Oberfläche wesentlich mehr Millionen, wenn nicht zig Millionen Menschen gegeben, die zur damaligen Zeit gelebt haben. Aber man findet ihre Überreste nicht mehr in den Höhlen. Die Höhlen konservieren diese Überreste. Und das ist ja auch unser Glück heute, dass wir eben auf solche Dinge stoßen können in Höhlen, also in unterirdischen Anlagen, in dem Fall bei uns in künstlichen Anlagen, wo wir eben etwas mehr in die Vergangenheit oder einen Einblick in die Vergangenheit bekommen. Diese Grabungsarbeiten in Schächten, die wir wissen ja eben noch nicht einmal genau, wie alt die sind, aber das kommen wir heute natürlich noch zu sprechen. Aber und Höhlen natürlich sind ja zum Teil lebensgefährlich. Da entwickeln sich ja auch giftige Gase etc. Und ist ja teilweise auch gar nicht so ohne, diese Forschung zu betreiben. Ja, in künstlichen Anlagen, in Naturhöhlen ist es kein Problem. Also wenn man dort archäologische Untersuchungen durchführt, ist es sicher kein Problem, weil die Durchlüftung von Naturhöhlen immer gewährleistet ist. Während in künstlichen, unterirdischen Anlagen, wenn nicht eine Durchlüftung vorhanden ist, also beispielsweise bei Bergwerken, da kann es schon zur Anreicherung von Kohlendioxid oder Stickoxiden kommen, die dann letztendlich für den Menschen absolut lebensgefährlich sind. Ne? Ja, also das heißt, don't try this at home eigentlich ein bisschen. Ne? Also ja. Wenn man jetzt irgendwo so einen Gang findet, dann können sich da gewisse Gase, die schwerer als Luft sind, unten ansammeln. Haben Sie mir das erklärt, also, und man merkt es gar nicht und kippt auf einmal um. Stimmt, ne? die
Die Gase selbst, also sind geruchlos. Und wenn man jetzt hineingeht und beispielsweise der Gang würde bergab führen, rein theoretisch jetzt, ne, könnte man so in eine Stickoxid-Ansammlung eintauchen, ohne dass man es merkt. Und wenn man es merkt, ist man nicht mehr fähig rauszukommen. Mhm. Weil man das Bewusstsein verliert. Das heißt, Sie nehmen da auch Atemgeräte mit, wenn Sie dann in teilweise, wenn es wirklich, wir nehmen Messgeräte mit, also um die Sauerstoffkonzentrationen zu überprüfen und natürlich auch, also es gibt so Schutzgeräte, die wir nur in Extremfällen bei uns tragen. Also der Kanarivogel hat ausgedient. Also den schleppt man nicht mit uns um. War ja ziemlich grausam. Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch, also das wir natürlich auch noch, wir sprechen heute im Prinzip über den Inhalt dieses Buches, können natürlich bei weitem nicht über alles sprechen, was da drinnen beschrieben wird, aber Tore zur Unterwelt, das Geheimnis der unterirdischen Gänge aus uralter Zeit. Und in den einleitenden Kapiteln beschäftigen Sie sich sehr ausgiebig mit der Sagenwelt, mit Märchen sozusagen, mit Mythen aus dem steirischen Raum. Und gehen diesen Mythen dann aber nach, da gibt es also diese Unifrauen etc. und finden dann tatsächlich, teilweise, wie ich das verstanden habe, aufgrund von Sagen tatsächlich dann Eingänge. Wie ist denn da dieser Zusammenhang für Sie? Ja, für uns war es am Anfang. Und am Anfang, das liegt jetzt rund 6 Jahre zurück, war es eigentlich, ja, nicht gerade also aufbauend, weil die Bauern haben uns immer erzählt, ja, da gibt es Gänge von dem Gehöft zu diesem Gehöft, von der Ruine zum Schloss zu einem anderen Schloss. Diese Märchen oder Sagen haben wir eigentlich nicht ernst genommen. Also das war wirklich generell, haben wir gesagt, na, das kann nicht sein, das ist ein Volksgut, das sind alte Überlieferungen, da ist sicher nichts dahinter. Bis wir selbst dann draufgekommen sind, dass sehr wohl diese Sagen einen wahren Hintergrund haben, der so reell ist, wie er nur reell sein kann, weil man kann ja in diesen Gängen spazieren gehen. Nur, ich meine, man muss sie erst finden. Und das haben wir uns jetzt zur Aufgabe gemacht und haben immerhin so in den letzten Jahren in der Oststeiermark mehr als 322 unterirdische Anlagen wiederentdecken können. Das ist schon eine Zahl, die bei Weitem unsere Vorstellungen auch übertrifft, die wir damals gehabt haben, wie wir begonnen haben. Das ist eine unglaubliche Zahl und das meiste davon ist ja noch unerforscht. Ne? Das meiste ist unerforscht. Und kommen wir dann immer später auch darauf zurück. Vieles davon ja vielleicht von ziemlich großen Ausmaßen auch. Ne? Also es könnte sein, also dass Teile von diesen Anlagen sehr, sehr alt sind. Das heißt, in diesen Sagen gab es dann immer wieder, was waren denn das für Hinweise, die dann dazu geführt haben, dass Sie an einer bestimmten Stelle gesucht haben? Können Sie da ein Beispiel nennen? Aus einer Sage jetzt zum Beispiel. Gut, ja. Wir haben beispielsweise in Kirchberg an der Raab. Da gibt's eine Sage von vielen unterirdischen Gängen und auch Geschichten, die teilweise durch Zeitzeugen belegt sind, dass also unter der Ortschaft, die ja etwas auf einer Kuppe liegt, sich unterirdische Gänge befinden sollen. Und man hat also 1820 bis 1840 bei einem Bau von, bei einer Restaurierung von einem Pfarrhof ist man auf einen solchen unterirdischen Gang gestoßen, wo also unzählige hunderte Überreste von Menschen gefunden, also nur mal die Skelettreste von Menschen gefunden wurden, die dort in diesem Gang offensichtlich erstickt sind, also umgekommen sind. Jetzt ist man also, wenn man den Chroniken, den Pfarrchroniken nachgeht, so kommen dann die Geschichten, dass eben unter Suleiman im Jahr 1532 dieser Ort eingenommen wurde von den Türken und die ganze Ortschaft niedergebrannt wurde. Und da gibt's eben diese Sage, dass sich die Menschen in unterirdische Gänge geflüchtet haben und dort also durch den Brand des Dorfes dann umgekommen sind in der Folge.
dass dies natürlich jetzt schon belegt ist durch diesen Fund, allerdings noch nicht durch uns belegt werden konnte, weil wir haben diesen Gang ja nicht mehr wiederentdeckt heute. Wir haben aber an einer anderen Stelle also Einbrüche geöffnet und sind in solche unterirdische Gänge gekommen, wobei sich hier wieder ein ganz neuer Aspekt für uns geöffnet hat. Denn gerade in der südlichen Oststeiermark gibt es zwar Felsmassive, sehr große, denkt man am Stratnerkogel, aber dazwischen in den Talungen sind mächtige Schotterablagerungen. Nun stellt sich kein Mensch vor, da kann sich kein Mensch vorstellen, dass in Schotterablagerungen unterirdische Gänge, hunderte Meter lange wie so oder Kilometer lange, wie es geschildert wird in den Sagen, verlaufen können. Es wird ja dort von unterirdischen Palästen gesprochen. Und da muss man jetzt einmal sagen, wir wissen, dass es diese Gänge jetzt gibt. Wir haben 10 Objekte neu im Vorjahr auffinden können. Und das ist natürlich etwas, was uns auch wieder auf eine ganz neue, andere Spur gebracht hat, weil die Sagen aus diesem Bereich ja wirklich stimmen können. Nur wir müssen auch noch die Zugänge finden. Es wird also von den Zeitzeugen, die in diesen Gängen waren, die ja meistens zugeschüttet durch Bautätigkeiten zugeschüttet worden sind, da ist eben der Zugang oder die Zugänge sind nicht mehr zugänglich. Allerdings müsste man immer mal versuchen, dass wir reinkommen in diese Objekte. Wie viel Prozent Ihrer derzeit untersuchten Funde oder der bekannten Funde, Sie haben jetzt von 322 gesprochen, haben Sie denn aufgrund von solchen Sagen gefunden? Oder die überwiegende Anzahl an und für sich, ja. Das ist interessant. In diesen Sagen kommen natürlich dann auch Fabelwesen vor und so weiter, die berühmten Unifrauen, da gibt es auch eine Abbildung bei Ihnen im Buch, es waren also Wesen mit Frauenoberkörper, unverkennbar, ja. Und Tierfüßen. Und Tierfüßen. Wenn jetzt der eine Teil der Geschichte gestimmt hat, dann könnte man ja naiv sagen, dann existieren diese Sagenwesen auch. Glauben Sie, dass auch an diesen Wesen was dran ist, sozusagen? Naja, gut. Überlegen wir einmal, schauen wir uns die alten Kulturen an. Schauen wir nach Ägypten, weil das ja heute schon aktuell war. Ja. Schauen wir nach Syrien. Also wir finden in allen alten Hochkulturen Fabelwesen. Wesen, also mit einem Tierkörper mit Menschenkopf oder ein menschlicher Körper mit Tierkopf, sagt natürlich nichts aus. Es gibt Statuetten, es gibt also Reliefs, es gibt alle möglichen Darstellungen von solchen Figuren und solchen Wesen. Sie werden halt als Fabelwesen abgetan. Ob sie jetzt wirklich einmal existiert haben oder nicht, ich meine, da müssen wir einmal jetzt passen und sagen, wir können es nicht nachweisen, wir können es nicht belegen. Tatsache ist also, dass sie in Märchen und Sagen auch bekannt sind. Denken wir nur an die vielen Drachen, die wir also auf Kirchen bei Regenrinnen haben, also als Ausgussöffnung. Diese Darstellungen stammen ja alle aus einer Zeit oder aus Überlieferungen, wo diese Fabelwesen hineininterpretiert wurden. Ob die jetzt tatsächlich also existiert haben oder nicht, das wissen wir nicht. Ne? Und natürlich kann jetzt im Laufe der Zeit natürlich auch viel dazu erfunden also worden sein. Da die mündliche Tradierung von Geschichten eröffnet natürlich speziell für Veränderungen einen großen Spielraum, denn wir können da also sehr viel, wirklich sehr viel hineininterpretieren und es ist wahrscheinlich auch sehr viel hineininterpretiert worden, also verändert worden an Fall. Den ursprünglichen Geschichten. Ne? Naja, ist ja überhaupt das Problem, also dass ja auch unsere gesamten alten Aufzeichnungen so oft neu abgeschrieben wurden und teilweise auch neu interpretiert wurden, auch religiöse Bücher, dass man ja, das inzwischen stimmt, nur mehr schwer sagen kann, was jetzt eigentlich die ursprüngliche Aussage war und die Aussage einfach verschnümmelt wurde im Laufe der Jahrtausende. Das Ganze wurde ja losgetreten durch eine Kanonenkugel.
Das war ein Hohlbodengeschoss, ne? Okay. Also ein jüngeres, also jüngerer Zeit, ja. Wo eben ein Plan zusammengefaltet in der Öffnung, also der Hohlbodenöffnung des Geschosses gesteckt ist. Und dieses Geschoss war im Dachstuhl eines Bauerngehöfts. Von wann war diese Kanonenkugel? Die, die dürfte also so 18. Jahrhundert gewesen sein. Okay. Also 1890, also Übergang in dem Bereich drin. Also in einem Kanonenprojektil, sagen wir mal so, haben Sie einen Plan gefunden? Ja, der war versteckt. Ne? Es war kein Originalplan, das muss ich auch dazu sagen. Das war eine Kopie eines Originalplanes, der mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem 15. Jahrhundert gestammt hat. Also das war eine Abzeichnung. Und nur zur Erklärung, und in diesem Plan waren eben vom Stift Vorau her also drei Gänge in verschiedene Richtungen eingezeichnet, die heute als unterirdische Gänge deklariert werden können, weil wir die Zugänge zu diesen Gängen gefunden haben. Und das war, glaube ich, vor wie viel? Das war um 1976. Da haben Sie diese Kanonenkugel gefunden? Nein, ich nicht. Nein. Das war der Bauer, der das renoviert hat. Okay, der hat die am Dachstuhl gefunden. Und wann haben Sie davon erfahren? Und wir haben es erst also vor wenigen Jahren erfahren, also vor 5 Jahren. Okay. Also 1976 hat man bereits schon festgestellt, dass diese Zugänge zumindest existieren. Nein, damals haben wir noch nicht. Okay. Das haben erst wir gefunden, das war die Frage. Weil wir das untersucht haben. Wann sind Sie dann diesem Plan nachgegangen und haben ihn verifiziert? Wann war das? Also das war dann 2006 haben wir begonnen, diesen Plan örtlich nachzugehen, zu verifizieren. Also wo sind die Zugänge? Gibt es Zugänge? Gibt es Gänge? Wir haben dann Sondierungsbohrungen gemacht und sind auch zum Teil in 3 Fällen auf diese Gänge gestoßen. Allerdings waren sie verschwemmt. Mhm. Sie haben aber dann dort weiter gegraben und haben ja ein sehr ausgedehntes Gangsystem unter dem Stift Vorau zutage getragen. Das durch verschiedenste Mittel. Ja, aber wir konnten bisher nicht hinein. Mhm. Also das muss einmal festgestellt werden, weil da immer fälschlicherweise geglaubt wird, das ist alles schon da. Mhm. Die Gänge existieren, es existiert irgendeine Anlage, die aber nicht zugänglich ist, weil es im 16. Jahrhundert von den Chorherren selber also verschwemmt wurde. Es wurde ein Bach eingeleitet in diese Anlage, sodass also weite Teile dieser Anlage bis zur Decke hin mit Sedimenten erfüllt sind. Aber Sie haben ja, glaube ich, mit Bodenradar festgestellt, dass es teilweise 4 Stockwerke unter dem Stift Vorau geht und dass also da auf 4 unterschiedlichen Ebenen Gangsysteme existieren, was ja wirklich sehr erstaunlich ist, wenn es jetzt wirklich so ist. Ne? Wenn es ist, ja. Also das Ganze betrifft ja also die ganze Umgebung vom Stift Vorrat. Davon ist ja nicht nur der Stift alleine betroffen. Und wir haben ja also unzählige Zugänge und Eingänge im Bezug jetzt auf ich kann also nicht von einem System derzeit noch sprechen, weil ja nichts verbunden ist. Mhm. Wir haben einzelne Fragmente von diesen sogenannten, also wir bezeichnen es als oberflächennahe Gänge, und es gibt also tiefer liegende Gänge. Bis zu 80 Meter oder so tief? Das kann noch mehr sein. Also, ja, das ist ja enorm. Ja. Sie unterqueren ja Täler oft, also diese Gänge, was wir uns auch nicht vorstellen konnten am Anfang. Mhm. Nur das Ganze ist derzeit in Bearbeitung und man würde vorgreifen, würde man da jetzt also irgendetwas behaupten, was man letztendlich nicht beweisen kann. Ja. Sie haben erwähnt, dass viele dieser Gänge verschwemmt werden. Das heißt, irgendwann, und das beschreiben Sie auch recht schön in Ihrem Buch, es sieht so aus, als hätte die Dorfbewohner aus Gegenden, wo eben unterirdische Anlagen, sehr ausgedehnte unterirdische Anlagen existieren, irgendwann wirklich die blanke Angst gepackt. Und teilweise sind diese Gänge, wie Sie gerade erwähnt haben, wirklich metertief zugeschüttet worden mit Schutt, indem man Bäche umgeleitet hat, um nur ja zu verhindern, dass keiner mehr rein kann. Ich meine, vielleicht haben sie da ja Kinder verirrt und sind verhungert drin oder nie mehr aufgetaucht. Oder vielleicht, dass keiner raus kann?
Na gut, der Interpretation ist da ein freier Rahmen offen. Ja, ja. Und ja, wir haben immer gesagt, also die müssen den Teufel dort gesehen haben, anders ist das nicht möglich, weil wir haben uns in solche Verplombungen also hineingearbeitet und sind drauf gekommen, also dass die wirklich Tonnen an Material herbeigeführt haben, nur um diese Eingänge und Zugänge zu plombieren, zu verschließen. Eine einfache Mauer hätte es ja auch getan. Ja. Also wenn ich eine Steinmauer errichte, schön mit ein paar 50 Kilo schweren Steinen und das irgendwie zumauere, warum nicht? Wäre auch vermauert. Aber das ist metertief. Mhm. Das ist sogar mit Lehm verschmiert worden, damit also das Ja nicht zu öffnen ist. Also wenn man diese Gesteinsplomben sieht, wundert man sich über den Aufwand, der damals betrieben wurde. Es wurden ja oft Meter oder zig Meter tiefe Schächte bis oben hin mit Erdreich, mit hunderte Kilo schweren Steinen, die wurden hineingerollt, zugeschüttet. Steine, die man ja zuerst einmal zertrümmern muss, dass man sie überhaupt wieder rauskriegt. Ne? Ja. Und gibt es jetzt in den Aufzeichnungen irgendwelche Hinweise darauf, warum man das getan hat? Nein. Also die einzigen schriftlichen Dokumente belegen, dass man von der Kirchenseite her, dass die vermutet haben, dass die Urchristen sich in diesen unterirdischen Anlagen aufhalten und ihre Zeremonien abhalten und deshalb dieses das Ganze, also das ist in die Reformationszeit dann auch später reingegangen, also da hat man irgendwelche Ängste gehabt, dass die Kirche bedroht gewesen wäre. So ist es deklariert in den Urkunden. Ja, interessant. Und alles weitere ist natürlich Spekulation, aber man hat ganze Arbeit geleistet. Also da kommt nichts mehr raus und nichts mehr rein. Schon, ja. So, erschwert Ihre Arbeit natürlich ungemein, ne? Schon, ja. Also weil es zeitaufwendig ist, überhaupt etwas freizulegen. Ist ja wirklich Knochenarbeit teilweise. Also das sind ja Tonnen oder ich weiß nicht, wie viel Material man da hinausschaffen muss, teilweise ja zig Tonnen, nicht nur Tonnen, sondern zig Tonnen, die man am Bauch liegend herausholen muss. Und natürlich dann auch hinausschleppen muss, ne? Weil das kann man ja nicht drin verteilen, alles im Gang. Wie lange dauert es dann teilweise, wenn man so einen Gang freilegt? Ja, das kann Monate dauern. Monate. Und kostet wahrscheinlich auch einiges, ne? Ja, das ist... Ihre Arbeit ist Sie arbeiten ja auch am Joanneum? Am Universalmuseum, beim Universalmuseum nicht, an der Universität. Ah, an der Universität. Ist das universitär auch natürlich gefördert, Ihre Arbeit? Oder nein, wo nehmen Sie nein. eigentlich die Mittel her, dass Sie zum Beispiel solche Ausgrabungsarbeiten machen können? Die machen wir privat. Unglaublich. Das wird alles privat finanziert. Und das Buch? Also privat, dazu muss ich sagen, es unterstützen uns die Gemeinden, unterstützen uns die Augustinerchorherren, es unterstützen uns die Feuerwehren, es unterstützen uns Privatleute, Hunderte, wirklich Hunderte, also die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, bei den Grundstücken selbst Hand anlegen, um die Objekte zu sichern, die Zustiege zu sichern. Das hat eine Dimension angenommen, die man sich eigentlich nicht weiter, man nicht vorstellen kann, weil eben so viele hunderte Objekte da sind. Wir vermuten ja, dass noch weitere hunderte Objekte vorhanden sind. Allerdings braucht man ja immer die Einwilligung der Grundbesitzer. Man darf nirgends auch nur irgendwo hineingehen ohne Erlaubnis der Grundbesitzer. Die Grundbesitzer sind also diejenigen, die die Entscheidung treffen, ob man ein Objekt anschauen kann oder nicht, ob man drin forschen kann oder nicht. Ist das für die Leute dann teilweise auch selbst wichtig oder sind die auch interessiert daran, dass diese Bauwerke, diese Zugänge, die auf ihrem Grundstück liegen, die vielleicht auch in ihrer Familienhistorie erwähnt werden, dass die dann ausgehoben werden und dass sie mehr über das erfahren? Schon. Also wir haben wirklich sehr viel Unterstützung, eben von, wie ich schon erwähnt habe, von den Grundeigentümern. Mhm. Und die haben sehr großes Interesse, weil es ja ihre eigene Geschichte ist und ihr Boden, also wo das Ganze sich darunter befindet. Im Rahmen Ihrer Forschungen haben Sie in der Steiermark ja auch
sehr viele oberirdische Rätsel entdeckt. Also es gibt da zum Beispiel, Sie beschreiben dann in Ihrem Buch auch das österreichische Stonehenge beim Masenberg, glaube ich. Stimmt, ja. Was hat Sie dazu gebracht, das so zu nennen? Was erinnert Sie dort bei diesen, ich meine, es gibt dann im Buch, also im Buch gibt es unzählige Abbildungen, wo man auch dann ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, was für ein Aufwand es ist, diese Arbeiten zu machen, weil da sieht man auch die Bagger rumstehen und die ganzen vielen Helfer mit den Scheibtruchen. Aber es gibt eben und viele Farbaufnahmen und unter anderem auch eine Aufnahme von so einem, ja, also drei Steinen, wobei einer dann drüber gelegt ist, die natürlich an Stonehenge erinnern. Jetzt abgesehen davon, was hat sie dazu gebracht, diese Parallele zu ziehen? Na gut, zu dieser Aufnahme von den Trilithen, der ja, da im okay. Buch ist. Der Trilith ist eine neuzeitliche Sache, das muss ich dazu sagen, gleich erklärend. Und zwar ist es für einen Kultwanderweg errichtet worden. Ah, okay. Also hat nichts mit dem eigentlichen alten Steinen zu tun, die ja. wir jetzt entdeckt haben. Wir haben also in der Umgebung nördlich von Hartberg bisher über 350 Menhire und Lochsteine gefunden, wobei also zur Erklärung, die Lochsteine, das sind also Steinsetzungen, alte Steinsetzungen, die überwiegend in der Neuzeit als Tor- und Gattersteine benutzt wurden. Es gibt auch noch genügend andere Verwendungsarten für diese prähistorischen Steinsetzungen. Allerdings die bekannteste ist jene der Tor- und Gattersteine, wo man eben Tore angeschlossen hat, befestigt hat und angebunden. Durch das Loch hat man eben etwas Schnur durchbinden können und die, oder einen Holzhaken und man hat das dort befestigt, das Gatter. Und die Steinsetzungen selbst sind älter. Also wir wissen aus Irland, aus Schottland, aus Frankreich, dass diese Steine also wahrscheinlich jungsteinzeitlichen Charakter haben, also bis in die Bronzezeit wurden solche Steine gesetzt und wir haben speziell im Raum von Forau sehr viele Steingänge auch noch, über 50 derzeit schon, mit und Steinkammern, also die in megalithischer architektonischer Bauweise errichtet wurden. Also da haben wir einen Hinweis auf das Alter dieser Gänge, die ja an die alten Felsgänge angeschlossen wurden. Und zwar ist es insofern von Bedeutung, denn man hat all jene Felsgänge, die oberflächennahen Felsgänge, die durch die Verwitterung, durch die Oberflächenverwitterung des Gesteins eingebrochen sind, hat man freigelegt im Neolithikum und oder in der Bronzezeit und man hat auf den Resten, die noch vorhanden war von den Gängen, das können wir belegen und beweisen, hat man dann diese Trockenmauern, bis zu einer Meter starke Trockenmauern errichtet und über diese Trockenmauern, also eine Art von Krackgewölbe, und dann hat man riesige Steinplatten bis zu eine tonnenschwere Steinplatte darüber gelegt. Also das sind gewaltige bauliche Veränderungen, nur um in die Gänge freizuhalten und sich in den Gängen weiter bewegen zu können, wurden also ganze Ackerflächen, heute würde man sagen Ackerflächen, damals waren es ja Wildnis, hat man die Böden geöffnet und hat solche Gänge, so in 6, 7 bis 9 Meter Tiefe unter der heutigen Oberfläche angelegt. Jetzt sagen diese Menhire, die ja teilweise 3, 4 Meter noch länger sind und ein paar Tonnen wiegen, wurden in der Jungsteinzeit gesetzt. Ja, oder Bronzezeit. Also der Spielraum ist also sehr breit. Sie reden da von so 6.000, 7.000 Jahren, oder? Ja, zwischen vor drei, sagen wir so, also zwischen 3.500 und 7.000 Jahren in dem Zeitraum in etwa. Warum hat man sich denn in dieser Zeit, in der es jetzt keine Bagger und so gegeben hat, die Arbeit angetan? Was war denn der Sinn dieser Menhire? Ja, das wissen wir heute nur bedingt, teilbedingt. Ne? Also welchen Grund es gehabt hat, beispielsweise einen 7,60 Meter langen Menhir auf einem Berghang in 900 Meter Seehöhe aufzustellen, der immerhin über 50 Tonnen wiegt, das wäre einmal zu hinterfragen. Ja. Bei den Lochsteinen haben uns die Einheimischen
geholfen. Also das heißt... unsere Mitsteirer. Unsere Steirer, ja, unsere Oststeirer. Die alten Leute haben noch erzählt und erzählen sich heute noch, nur das wird heute immer als Hirnspinnerei abgetan, dass unter diesen Lochsteinen unterirdische Gänge laufen sollen. Aha. Also das ist etwas, was dort weit verbreitet bekannt ist. Und es stimmt ja auch, also wir haben also einige Dinge feststellen können, dass dies wirklich so ist. Nur das Ganze wäre, also das würde ein Gebiet vom Mürztal oben bis nach Hartberg also abdecken. Das sind viele zig Quadratkilometer, die das Ganze umfasst, wo auch also diese über 350 derzeit bekannten Menhire und Lochsteine sich befinden. Das ist die größte Anzahl, die wir in Österreich kennen, derzeit auch. Mhm. Und es ist auch ohne Ende diese Aufnahme, weil wir haben erst begonnen damit, das Ganze zu katalogisieren und aufzunehmen. Diese Löcher, davon haben Sie auch den Namen, Lochstein, haben ja eine besondere Bedeutung. Sie zeigen die Gangrichtung unter der Erde an der Oberfläche. Und wie tief ist jetzt dieser Gang unter dem Lochstein in der Regel? Das ist unterschiedlich. Das kann in 6 Meter, das kann in 35 Meter Tiefe genauso noch laufen. Das heißt, die haben also vor Tausenden von Jahren riesige Steine, teilweise auch Gewicht von mehreren Tonnen, aufgestellt, exakt ausgerichtet auf einen steinernen Gang, zu dem kommen wir jetzt dann gleich als nächstes, weil die sind ja umwerfend, ich meine auf dem Cover ihres Buches sieht man einen, die also diese steinernen Gänge, die teilweise bis zu 30, 40 Meter unter dem Boden waren, genau gekennzeichnet haben und auch die Richtung, in die sie weitergehen. Das genau, ist ja allein das schon irgendwie... Ja, im weiteren Sinne, also wenn man es weiter verfolgen möchte, war es ein sehr einfacher Grund, warum das, also wenn es so ist, das muss man auch immer dazu sagen, ist es ein sehr einfacher Grund, warum das stattgefunden hat. Denn man konnte, also egal in welche Richtung man also diesen Spuren, diesen imaginären Spuren durch das Loch, durch die Visierrichtung folgend, konnte man immer zu einem Eingang oder zu einem Zugang zu einem solchen Gang gelangen. Also das hat eine sehr pragmatische Funktion gehabt damals. Es war eine Wildnis, es war nichts bebaut, also so wie heute, ne? Die Theorie ist ja deshalb ein bisschen schwierig zu verifizieren, also die Theorie, dass diese Lochsteine den Verlauf anzeigen, war ein bisschen schwierig zu verifizieren, weil die meisten Lochsteine ja verschoben wurden. Die sind versetzt worden. Also Sie mussten dann diese herausfinden, die wirklich noch in ihrem Originalplatz stehen, soweit man das überhaupt feststellen kann. Und dann an denen hat sie dann gezeigt, dass sie tatsächlich diese Eigenschaft aufweisen und genau dort stehen, wo die Gänge sind. Genau, und was ja auch interessant ist, in ihrem Buch rauskommt, dass also an vielen dieser Stellen, wo früher Menhire standen, heute Kapellen stehen. Das stimmt. Also man hat also speziell im 4., 5. nachchristlichen Jahrhundert und dann auch noch später, hat die Kirche, also wie sie aufgekommen ist, hat versucht, alle heidnischen Heiligtümer dem Erdboden gleichzumachen. Oder man hat die Steine genutzt, um Gebäude darauf zu errichten, beispielsweise Kirchen. Später sind dann Schlösser draus geworden. Die Kirche hat dem Adelsstand also oft Grundstücke geschenkt mit der Auflage, also da gibt's ja Urkunden darüber, dass man auf diesen heidnischen Plätzen dann Schlösser oder Burgen errichten soll, um diese Städten eigentlich auszumerzen. Das ist ja ganz eine natürliche Ansicht, die also meines Erachtens die Kirche vertreten hat, weil man wollte ja niemand haben, der noch da ist. Also weil die bäuerliche Bevölkerung hat ja heute noch Riten oder Bräuche, so nennen wir es so, Bräuche, die auf die frühe Zeit zurückkommen. Und wo man eben heute noch neben Lochsteinen beispielsweise Opfergaben, gerade um die Jahreswende, deponiert hinhängt, aufhängt. Diese Bräuche, oder man streut Mehl in die Löcher hinein. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ne? Also ein Opfer für die Windbraut. Also solche Bräuche sind ja in der Literatur beschrieben.
Das ist ja nichts, keine Erfindung von mir, sondern das ist alles schon publiziert. Wenn man sich jetzt Ihr Buchcover anschaut, ich habe eh also auch von Amazon aus das Buch verlinkt, da sieht man also wirklich einen Steingang, der umwerfend aussieht. Wenn wir jetzt dieses Beispiel einmal hernehmen, wo ist denn dieser Steingang? Wo haben Sie denn den gefunden? Dieser Steingang ist also ein Abhang des Masenberges. Es gibt mehrere solche Steingänge und sie enden alle aus unerklärlichen Gründen. Sie zeigen weder einen Bergbau an, noch zeigen sie irgendwelche Nutzungsarten und Formen an. Und das Verrückte an diesen sehr langen Steingängen ist, dass sie keine Lüftungsöffnungen haben, also keine Schächte, die an die Oberfläche führen. Und wir wissen auch nicht, also wie sich die Luft drin erneuert. Obwohl die Luft drin also glasklar ist, kalt und wirklich sehr gut. Wenn man sich das jetzt anschaut, wenn jetzt heute jemand, in welcher Tiefe befindet sich dieses Beispiel jetzt, um beim Kaveris Buches zu bleiben? Also an der Stelle, wo die Aufnahme gemacht wurde, 16 Meter unter der Oberfläche. Und das ist wirklich ein Felsgang, also der ist ein Felsgang. In den Fels gehauen. Der ist im Schiefer, also im dort vorkommenden Schiefer, herausgearbeitet worden. Wie stellt man sich denn vor, dass das passierte, jetzt in der offiziellen Wissenschaft, also wenn Sie jetzt mit Ihren Kollegen sprechen, oder wenn ich jetzt einen Ihrer Kollegen fragen würde, wann und wie glaubt man, dass die entstanden sind? Jetzt? Naja, das Alter ist also gerade bei diesem Felsgang etwas abzugrenzen, sagen wir so, oder einzugrenzen. Wir können also da schon annehmen, dass er wesentlich älter ist, als wir es uns jemals vorstellen können. Wir haben also Hinweise, weil er hat am Anfang einen aus Stein errichteten Zugang. Diese Steingänge, diese gemauerten Steingänge, habe ich ja schon gesagt, stammen mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Megalithikum. Das heißt, jetzt ist der anschließende Gang mit großer Wahrscheinlichkeit älter. Nur die Frage ist, bleibt nach wie vor offen, mit welchen Werkzeugen hat man einen solchen Gang gemacht? Denn wenn wir uns ein bisschen im Bergbau umschauen und also die ganze bergmännische Arbeit betrachten, so ist es kaum oder nur sehr schwer möglich, eine solche Präzision, wie eben dieser Gang das aufzeigt, an den Tag zu legen. Wir untersuchen das Ganze ja erst, also darum möchte ich da im Moment noch keine Aussagen machen. Aber die Präzision ist gewaltig und jede Abweichung, auch im Gang selbst, Sie brauchen ja nur schauen, da gibt es also so kleine Kurven drin, also die werden auf beiden Seiten gleichzeitig ausgeführt. Das ist händisch eigentlich unmöglich. Ich meine, wenn man jetzt annimmt, das ist irgendwann im Mittelalter entstanden oder so, ja, oder jetzt vor ein paar hundert Jahren oder sagen wir vor 1000 Jahren, da gibt es ja auch die triftige Gründe, die Sie auch in Ihrem Buch erwähnen, die da ja dagegen sprechen. Ja, es gibt sehr viele Gründe, also mindestens ein Dutzend, wenn nicht mehr, denn wir hatten beispielsweise im Mittelalter gerade in diesem Bereich um Forau oder auf nördlich von Hartberg ja kaum Schmiedeunternehmen, also die es ermöglicht hätten, also die hunderttausenden Meißeln, die gerade für so kilometerlange Passagen notwendig sind, zu schmieden. Und das Erz war ja auch nicht vorhanden dort. Wir haben erst später in der Neuzeit dann solche Schmiede in den Dörfern vereinzelt gehabt, mit ein paar Gesellen. Allerdings ist aus dieser Zeit, wo ja alles aufgeschrieben wurde, wo alles dokumentiert wurde, ist nichts bekannt, bis auf wenige Bergwerksunternehmungen, die also vom Stift Forau beispielsweise ausgegangen sind und auch von Privatleuten, so im 18., 19. Jahrhundert, wo man dann allerdings auch nur maximal ein Jahr irgendeinen Suchstollen irgendwo in einen Berg hineingetrieben haben. Wir kennen heute dort 22 Bergwerke. Also die müssen wir schon einmal unterscheiden
von den unterirdischen, anderen unterirdischen Anlagen. Also wir kennen sehr wohl die Bergwerke, wir haben auch neuzeitliche Gänge, aber in den meisten Fällen wurden die alten Gänge in der Neuzeit erweitert. Man hat also die alten Gänge, weil sie zu nieder waren, die waren in 1,50 Meter, 1,60 Meter hoch. Wir waren jetzt vorigen Wochenende in einem Gang, der war überhaupt nur knapp einen Meter hoch. Und nur knapp so 50, 60 Zentimeter breit. Also da kann man sich nur knien drin aufhalten. Und da überlegt man schon, was hat das alles für eine Bedeutung? Denn diese Gänge sind nicht zum Marschieren, zum Gehen gedacht und sind auch nicht also zum Prospektieren gedacht gewesen. Weil wenn ich eine Erzader verfolge, so verfolge ich sich möglichst breitflächig und nicht immer nur gleichbleibend in einem Maß, weil die Erzadern sind ja nicht breit, also mächtig, sondern meistens nur sehr dünn. Und da muss ich eben große Teile der Wände heraus meißeln, um überhaupt an Erz ranzukommen. Deshalb sind Erzgänge, die wir auch abgebildet haben im Buch, ja recht grob gearbeitet. Eben, also diese neuzeitlichen Gänge, neuzeitliche zum Anführungszeichen, also die jetzt, auch die erweiterten Gänge sind ja bei Weitem nicht so sauber gearbeitet, ne? Wie die Gänge, deren Ursprung jetzt einfach noch unbekannt ist. Ja, also wir nehmen an, dass die ältesten Gänge die schönsten Gänge sind, obwohl es also im Widerspruch steht. Dieser Widerspruch kommt aber oft vor in der Archäologie, ne? Also ich erinnere mich nur, wie mir das einmal jemand klar gemacht hat, in Ägypten ist es auch so, dass also die ältesten Pyramiden die am besten gearbeiteten sind und dann danach kann man irgendwie popelige Stufenpyramiden, es wurde immer kleiner und unsymmetrischer und so. Also offenbar Wissen, das dann verloren ging. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es eine Hochkultur gab, die uns eigentlich in vielen Dingen offenbar gleich ebenbürtig war. Denn wenn ich mir diesen Gang hier anschaue, dann kann ich nur sagen, Hut ab, das soll doch jemand jetzt einmal machen. Und dann schauen wir mal, wie viel es ihm kostet. Ne? Ich meine, gut, inzwischen gibt es natürlich alle möglichen Baugeräte, mit denen man sowas wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwelche atomgetriebenen Fräsen, die sich da durch den Berg schmelzen oder so. Ja, soll es von der Air Force und so weiter betrieben geben. Mag alles sein, aber von Hand geschaffen, ist also wirklich erstaunlich. Und wie lange würde das denn dauern, wenn also jemand, also nehmen wir jetzt an, es hat dann irgendwann vor 1000 Jahren ist da jemand da gestanden mit der Meißel, mit sehr vielen Meißeln. Ich glaube, der Meißel ist nach einer Stunde stumpf oder so, ne? Ja, nach 6 Minuten schon. Noch 6 Minuten. Also der hat alle 6 Minuten einen neuen Meißel gebraucht. Benötigt, ja. Dann hat dann der Schmied wieder nachbearbeiten müssen. Wie lange hat er den gemeißelt für einen Meter Gang? Ja, ich meine, im besten Falle, wenn er rund um die Uhr täglich gemeißelt hat, 6 Tage. Also nach unserer heutigen, also durch Wassersucher, 6 Tage, okay. Ja, also belegten Zeit. Und wie viel Meter Gang existiert denn nachweislich? Was kann man inzwischen schon also sagen, dass tatsächlich existiert? Ich meine, es existiert wahrscheinlich viel mehr, aber... Ja, es existiert wesentlich mehr, als wir bisher befahren, so nennt man das, konnten. Aber wir sind also zwischen 7 und 10 Kilometer Länge derzeit von den... Man muss das einmal dann durch 320 dividieren, da kommt eine ganz geringe Zahl raus pro Objekt. Aber das darf man nicht schrecken, sondern es gibt einige längere Gänge. Es gibt dafür wieder einige Gänge, die dann nur 5 Meter lang sind oder 10 Meter verfolgbar sind, weil sie dann verschwemmt sind. Ja. Ne? Also und jetzt von diesem Teil, Sie sprechen da jetzt von 10 Kilometern, von denen Sie sicher wissen und wir wissen auch, dass es nur ein Bruchteil dessen ist, was wirklich existiert. Das heißt 10.000 Meter, das heißt 60.000 Tage hätte allein das gedauert, um diese Gänge zu bauen. Ja, theoretisch. Theoretisch. Nur dann müsste man mal darüber reden, wer, und das geht ja, also ein Gang, da kann ja immer nur einer stehen und meistens. Da kann immer nur einer stehen, das Das geht auch nicht schneller. Und dann stellt sich irgendwie natürlich die Frage, die Sie auch in dem Buch stellen, warum? Ich meine, wer würde denn sowas machen? Was das kostet allein schon damals? Ich meine, man muss den Menschen ja Essen geben und also auch wenn er sein Leibeigener ist, kostet was. Die Meißeln kosten was. Ich meine, warum? Ja, man braucht eigentlich für
eine Arbeitsstelle, also das kommt darauf an, je länger der Gang wird, desto mehr Personen brauchen sie. Und wenn sie jetzt... Um das rauszutransportieren. Ja, ne? wenn man jetzt die ganzen Unterlagen aus der Neuzeit von den Bergwerken ansieht, da waren ja bis zu 200 Leute beschäftigt, um ein Bergwerk aufrechtzuerhalten. Nur diese Gänge haben mit Bergwerk nichts zu tun. Und das ist ja das Rätsel, weil was für einen Sinn hat es, einen derart schön gearbeiteten Gang irgendwo in den Fels hinein zu meißeln? Also ja, wo der keinen Sinn ergibt. Nein. Wäre das überhaupt möglich? Weil jemand schreibt ja ganz richtig, dass er nicht glaubt, dass da mit Meißeln gearbeitet wurde. Aber wäre es jetzt auch von diesen geometrischen Eigenschaften, die Sie genannt haben, dass der also bei der Biegung das auf beiden Seiten gleichzeitig macht, wäre das möglich, das mit Meißeln so schön zu arbeiten, wie zum Beispiel in dem Beispiel, das am Cover des Buches ist? Ist das möglich jetzt? Nur wenn man sagt, okay, Zeit genug? Und nein. Nein. Absolut. Das heißt, da waren keine Meißeln dran. Der Hörer hat recht. Es ist so, dass im Schiefer kann man im Schiefer kann man nicht so meißeln. Weil der Schiefer bricht beim ersten Schlag, den man in den Schiefer also hineinmacht mit einer Meißel, bricht der Schiefer flächig aus. Wie hat man denn dann, ich meine, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil es ja so plakativ auf Ihrem Buchcover auch ist. Das ist ja Absicht. Wie hat man den denn gemacht? Ich meine, gibt es da irgendeine Theorie? Könnte man ihn heute reproduzieren? Ja, sicher, aber nur mit Maschinen, die einen hohen Druck ausüben auf das Gestein, sodass nichts ausbrechen kann. Okay, was würde das kosten? Ein Meter Gang? Wissen Sie es ungefähr? Mit solchen? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Aber nicht wenig wahrscheinlich. Ne? Das heißt, und damals, und somit ist ja wirklich klar, dass es wirklich unbekannt ist, wie das entstanden wir ist. Wir wissen es nicht. Wir können nichts sagen. Also wir können nicht einmal behaupten, dass das mit Maschinen gemacht worden wäre. Welche Maschinen? Ja eben, zu dieser Zeit gab es keine Maschinen. Wahrscheinlich. Ne? Ja. Also zumindest glauben wir, das so zu wissen. Wenn Sie jetzt sagen, zu dieser Zeit, das ist ja die nächste interessante Frage, gibt es denn jetzt schon ein Mindestalter, dass man diesen, also wie alt Sie wirklich sind, wird man wahrscheinlich noch eine Zeit lang nicht wissen. Das wird noch dauern. Ich meine, aber Mindestalter gibt's. Mindestalter, wir sind dabei, das Ganze zu datieren. Wir versuchen es zumindest. Und derzeit können wir nur auf die Hinterlassenschaften der Funde, der Streufunde, die wir drin gefunden haben, in manchen Bereichen, in manchen Gängen und auch Rückschlüsse ziehen von den Zugängen, von den gemauerten Zugängen, die ich ja schon erwähnt habe, dass die wahrscheinlich aus der Megalithzeit stammen. Also das heißt, da haben wir Richtwerte, das sind allerdings auch nur Richtwerte und das müssen wir erst noch zu 100% belegen und beweisen. Ja. Um das geht's ja letztendlich. Das heißt, in Jahrtausenden, was glauben Sie, was ist das Mindestalter? Das Mindestalter zwischen 5 und 7.000 vor heute. Okay, halten wir fest. Vor 5 bis 7.000 Jahren hat man mit einer uns nicht bekannten Technologie, aus einem uns völlig unbekannten Grund, in der Steiermark und auch aber in gesamt Mitteleuropa. Da ist ganz Mitteleuropa davon betroffen. Allerdings muss man jetzt immer da noch differenzieren. Es gibt sehr viele unterirdische Anlagen, die jünger sind. Mhm. Also das betrifft, also das, was Sie jetzt gesagt haben und das, was ich auch, wo wir jetzt gerade diskutiert haben, betrifft nur auf einige wenige Gänge zu. Ja, wenn es nur einer ist. Nein, es sind mehr. Ja, es sind wesentlich mehr. Ja. Nur es ist nicht so, man darf nicht jetzt pauschal auf alles das anwenden, weil das wäre grundlegend falsch. Ja. Möchte ja gar nicht, aber allein schon, dass dieser Gang, der hier also auf Ihrem Buchcover zu sehen ist, er scheint älter zu sein, ja. Ein Mindestalter von 5000 Jahren, sagen wir jetzt mal, hat, ist für mich, also da stellt es mir die Hirnmasse irgendwie so rechts außen raus. Das ist wirklich, und ja, der Grund, ich meine, und somit nehme ich auch,
finde ich, passt nahtlos in die Rätsel, die auf dem restlichen Erdball verstreut sind. Sie kennen ja auch den Klaus Donner. Hat er jetzt schon mal, wie damals in der letzten Sendung mit ihm angekündigt, mit Ihnen eine kleine Begehung gemacht? Ist das schon passiert? Noch nicht, nein, okay. Aber wir haben es vor. Also wie gesagt, da wäre ich gern dabei. Vielleicht kann man das irgendwie arrangieren. Also, aber wie also der Klaus Donner ja natürlich weltweit zusammenträgt, Yonaguni etc. vor Japan. Es ist ja nicht der einzige Ort, wo wir vor Rätseln stehen. Aber das Lustige ist ja, man glaubt immer, das ist irgendwo in Südamerika, im Urwald dann oder ja, in Ägypten. Wir waren ja selbst überrascht, dass wir das vor der Haustüre vorfinden. Ja, ja. Apropos Ägypten, ich meine, in Gizeh gibt es ja auch ausgedehnte unterirdische Anlagen, die ja komplett, ich weiß nicht, ob sie unerforscht sind, aber jetzt offiziell forscht da niemand, oder? Jetzt im Moment sicher niemand, aber. Jetzt feiern Sie mal. Ja. Aber. Zu Recht. Ich meine, man hat jahrelange Untersuchungen dort angestellt und man ist auch sehr weit, kilometerweit angeblich auch hineingekommen in gewisse Teilbereiche. Man versucht da ja zwischen Sphinx und Pyramide, Cheops-Pyramide, also einen Verbindungsgang herzustellen. Es soll dort unterirdische Anlagen geben, nur ich weiß nichts davon genau. Also sind diese Gänge jetzt das ist eine sehr markante Form auch, die da auf dem Einband Ihres Buches zu sehen ist. Diese, also nach oben hin gerundet, relativ klein, also wir müssten dort, also ich gebückt. Muss wahrscheinlich gebückt gehen. Ja, auch ich muss gebückt drin gehen. Sind die Anlagen in anderen Teilen der Welt jetzt unter Ägypten, also unter Ägypten, unter Gizeh, im Iran, im Irak, überall dort gibt es ja auch solche unterirdischen Gänge. Sind die von der Bauart irgendwie vergleichbar? Manche sind ähnlich. Also wir haben sehr viele Beispiele weltweit, wo wir ähnliche Anlagen und Anlagenformen vorfinden. Wir brauchen gar nicht so weit gehen. Also wir haben es in Deutschland genauso wie in Frankreich. Wir haben es also in Irland. In Irland haben wir beispielsweise diese gemauerten Steingänge, gibt sehr viele dort, also weit über 100, die ja auch also bis in die Bronzezeit zumindest zurückdatiert sind in Irland. Nur als Beispiel. Also, und wir haben beispielsweise Felsgänge, die ähnlich unseren ausschauen. In Kappadokien ist ja sehr bekannt, ne, diese unterirdischen Städte, die doch zigtausend Leute aufnehmen konnten, die aber auch aus einem Zeitraum sind, das geht bis ins Hethitische zurück, also ins zweite vorchristliche Jahrtausend und erste vorchristliche Jahrtausend ist davon betroffen. Also wir nähern uns da schon wieder also an diese Zeiten an. Das heißt, es hat irgendwann einmal eine Zeit gegeben, wo man sich in die Erde offensichtlich zurückgezogen hat, aus welchem Grund auch immer, weil umsonst sind diese unterirdischen Städte ja nicht entstanden. Das muss ja einen Grund gehabt haben. Das ist natürlich jetzt, ohne jetzt abzuschweifen, aber ich meine, wir sind gerade wieder dabei, uns unter die Erde zu verschüssen. Also es gibt dermaßen viel unterirdischen Anlagenbau, also in den Staaten, in den letzten 10 Jahren etc. Der Irak zum Beispiel ist das meist unterkellerte, in Anführungszeichen, Land nach den Vereinigten Staaten, glaube ich. Glauben Sie, dass da irgendeine Katastrophe passiert ist, die vielleicht periodisch auftritt und warum sich die Leute dann da unten hin verzogen haben, um das auszusitzen? Halten Sie sowas für möglich? Es ist sehr schwer, also auch diese Frage zu beantworten, weil Mythen gibt's genug, also die über Katastrophen berichten. Allerdings, ob die jemals stattgefunden haben, das können wir heute nicht mehr verifizieren. Ja, heute nennt man sie Dumps, Deep Underground Military Bases. Danke an den Hörer oder die Hörerin, die das gepostet hat. Ein anderer Hörer hat die Frage gestellt, ob sie denn da Aufzeichnungen gefunden hat. Gibt es irgendwelche Schriftzeichen an der Wand? Gibt es irgendwo Wegweiser, irgend sowas? Haben Sie irgendwelche Schriftzeichen, Hieroglyphen, whatever gefunden? Naja, Hieroglyphen haben wir keine gefunden. Wir haben eine keltische Rune am Ende eines verschütterten Ganges gefunden. Das Lebenszeichen, also der ist, glaube ich, jedem bekannt. Nur leider hat's ein irrgeleiteter Besucher dann, hat aus dieser keltischen Rune dann ein Kreuz gemeißelt. Also hat's herausgeschlagen mit einem spitzen Gegenstand, hat er dann ganz brutal ein Kreuz draus gemacht. Mhm. Nur solche Dinge passieren leider Gottes und sind nicht im Sinne der Wissenschaft. Ne?
Und sonst gibt es da überhaupt keine Schriftzeichen in diesem Bis Jahr. Jetzt nicht. Allerdings nach wie vor bewegen wir uns nur in den oberflächennahen Bereichen. Also wir sind noch nicht sehr tief. Das ganze Gebiet wird durch oberflächennahe Gänge durchzogen. Und das ist schon faszinierend für uns, weil wir immer wieder, die Bauern bemerken das, also entweder sie brechen ein in diese Gänge und dann kann man sich ganz einfach unten in 10 Meter Tiefe irgendwo auf einmal in einen Gang bewegen, also fortbewegen. Das sind schon interessante Sachen, die ja immerhin dort sehr häufig vorkommen, weil wir haben bisher 93 Einbrüche registrieren können, wo Kammern oder Gänge unterhalb, also von den Grundeigentümern oder von uns selbst begangen werden konnten. Ja, das ist schon enorm. Aber damit ja noch nicht genug. Ein Kapitel in Ihrem Buche, wo Sie sich den Menhiren ja auch sehr ausführlich widmen, beleuchtet auch ein Phänomen, das also gemeinhin als Orbs etc. bezeichnet wird. Und ich muss auch sagen, Sie sind natürlich sehr vorsichtig, weil es ist klar, ich glaube, es ist nicht leicht, diese Art von Forschung zu betreiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Ihre Kollegen teilweise vielleicht ein bisschen verschnupft reagieren oder sehr kritisch. Ja. Aber wäre natürlich jetzt auch noch interessant, darüber zu sprechen, aber werden wir wahrscheinlich keine Zeit haben. Was mich ja wirklich interessiert ist, ich meine, wie die Reaktion der Mainstream-Wissenschaft auf irgendwas ist, das jetzt außerhalb des gängigen Modells ist, wissen wir und wissen auch die meisten Hörer, nicht gut. Aber, also die Reaktion ist nicht gut. Aber trotzdem finde ich es umso mutiger und toll, dass Sie auch diese Phänomene beschreiben, die dokumentiert wurden. Und alles, was in diesem Buch steht, ist einfach dokumentiert, ist einfach so. Es ist eine Dokumentation. Ja. Wir wissen halt teilweise nicht warum, aber es ist einmal so. Und da gibt es also Lichtphänomene, die in der Umgebung dieser Menhire auftauchen. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, ich nenne es mal Lichtphänomene. Ja. Also der Begriff Orbs, den Sie genannt haben, der kommt ja aus dem Englischen, der heißt Kugel. Ne? Und was diese sogenannten Orbs wirklich sind, das weiß ich auch nicht. Wir sind drauf gekommen, weil wir zufällig, ein Grundbesitzer hat uns einen Menhir im Wald gezeigt. Das war also einer der ersten Menhire, die wir dort gesehen haben. Und das war gerade am Abend, wir haben dort Aufnahmen gemacht. Und wie ich da also diesen Menhir fotografiere, denke ich mir, hoppla, also wie ich hinten auf das Display schaue vom Fotoapparat, irgendwas stimmt mit meinem Apparat nicht, der ist ganz neu gekauft und hat schon lauter Punkte drauf, also da stimmt was nicht. Und habe dem keine Bedeutung beigemessen. Ne? Zu Hause habe ich es mir angeschaut, dann bin ich stutzig geworden, weil unterhalb des grellen Lichtpunktes oder länglich gezogenen Lichtpunktes dann so ein langer Streifen also in den Boden hineingegangen ist. Und ich mir gedacht habe, es ist eigenartig, ich habe noch nie in meinem Leben so etwas gesehen. Und dann habe ich mich zu interessieren begonnen und habe eben über Internet einmal nachgeschaut, was gibt's da, was ist da vorhanden. Habe mir dann die Literatur dazu besorgt, habe mich eingelesen und bin dann draufgekommen, dass das weder Lichtspiegelungen von Kristallflächen am Stein selbst, hätte es ja sein können, ne? Oder Insekten oder Staubkörner oder sonst etwas ist, sondern dass das tatsächlich irgendwelche Energieformen sind, die natürlich nicht, wie soll man sagen, also man kann es nicht erklären. Nur Physiker haben mich dann angeschrieben und haben gesagt, ja, also es sind also Plasmastreifen, die da also sich nachziehen angeblich. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht einmal behaupten. Es gibt Wissenschaftler, also die diese Phänomene bei Menhiren untersucht haben schon. Und man muss eben da sehr vorsichtig sein. Also wir untersuchen jedes Bild. Wir haben in der Zwischenzeit schon zig Fotos von solchen Erscheinungen, die nur zu bestimmten Zeiten auftreten. Wir haben einmal eine ganze Serie machen können, sind draufgekommen, also dass das sich nur innerhalb von einer knappen Minute das ganze Szenario sich abspielt. Täglich?
Das kann man nicht sagen. Ne? Also okay. da müssten wir Monate verbringen vor Ort. Und wenn Sie sagen, eine bestimmte Zeit, was meinen Sie genau damit? Nur zu bestimmten Zeiten? Nein, nur bestimmte Zeit, also ein kurzer Zeitraum. Okay, immer dass das periodisch da immer wieder was auftritt. Okay. Na, es wird sicher irgendwas auftreten, weil die Einheimischen selbst berichten ja seit Jahrhunderten davon. Also sie beschreiben das als die Seelen der Toten, die sich dort zu erkennen geben, also das Aufleuchten in den Wäldern, über Äckern oder sonst was. Diese Hausgeschichten, die bäuerlichen, sind uns ja bekannt. Die sind dokumentiert. Da gibt's einige sehr gute Bücher, wo das Ganze niedergeschrieben wurde. Und das ist ja nichts Neues. Ich musste mich ja auch dann in die Sagenwelt komplett einlesen, damit ich einmal sehe, was gibt es da? Wir haben also Berichte von ganz, muss sagen, wirklich vernünftigen Menschen, Pensionsbesitzerinnen, also die wirklich nichts daher fantasieren, also die beispielsweise einen Lochstein entfernt haben, weil dort was hingebaut werden hätte sollen. Und wie der Lochstein entfernt wurde, sind also gleißende Kugeln aus dem Boden emporgestiegen. Ne? Das hat sie uns erzählt. Also das ist überliefert. Diese Dinge, das sind Geschäftsfrauen, die brauchen nichts daher fantasieren, sind Tatsachen. Das kann ja ziemlich schaden. Ja eben, ja, weil sie wird ja sofort letztendlich dann als Spinnerin betitelt. Ne? Kann es vielleicht sein, dass diese Fabelwesen irgendwie mit diesen Lichtphänomenen zusammenhängen, dass sie in diese Richtung interpretiert wurden? Das ist eine schwere Frage. Also ich muss sagen, ich kann dazu keine Antwort geben. Ja, ich vermute irgendwie, mein Gott, man sieht dann irgendwas und interpretiert dann was rein und plötzlich wird vielleicht aus einer Plasmakugel ein Zwerg. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist das wieder ganz was anderes. Aber was glauben Sie, ist in der Zusammenhang? Es gibt ja auch den Herrn Dr. M. Peringer, habe ich das richtig notiert? Genau, ja. Der Aufladung, der also mit elektromagnetischen Aufladungen oder elektrostatischen, weiß ich nicht genau, Aufladungen bei diesen Menhiren, also diese erforscht hat. Können wir Sie da was erzählen drüber? Ich weiß nur, dass er also in England, Schottland und Kanada und glaub auch USA also Untersuchungen durchgeführt hat und eben draufgekommen ist, dass dort zeitweise starke Entladungen stattfinden um diese Steine. Wie die vor sich gegangen sind, darüber schreibt er in seinen Fachaufsätzen nichts. Mhm. Allerdings hat er also da schon einiges bearbeitet und ist drauf gekommen, also dass die Steine sehr wohl eine energetische Funktion hatten oder noch immer haben teilweise. Natürlich auch nur die im Original stehen. Mhm. Also das muss man auch dazu sagen. Die versetzt wurden, aus welchem Grund auch immer, weil man was hinbauen wollte oder weil das einfach im Weg gestanden ist. Also wenn man mit dem Traktor oder mit den großen landwirtschaftlichen Maschinen aufs Feld hinausgefahren ist, also dann, da kann man sicher nichts mehr bemerken oder spüren. Aber es wäre ein Anreiz für viele Personen vielleicht sich einmal auf Jagd nach solchen Phänomenen zu begeben. Vorsicht, was Sie da jetzt auslösen können. Also plötzlich alles übersät mit. Ja, aber wäre gut. Recht interessante Statement im Chat. Menhire sind Akupunkturnadeln im Körper der Erde. Warum nicht? Ich meine ne? Es ist alles möglich, sagen wir so. Ne? Man muss erst einmal das Gegenteil beweisen, dass es nicht möglich ist. Ja. Na, das ist schon wirklich sehr spannend, dass man, also ich glaube, dass das ein Zusammenspiel ist zwischen vielleicht irgendwelchen geomantischen Grundvoraussetzungen, die dort existieren und Menschen, die vielleicht das erkannt haben und dort dann diesen, nennen wir es Akupunkturnadel, hingesetzt haben, diesen Menhir. Aber dann gleichzeitig auch gibt es drunter diese Gänge. Also ja, das ist das Verrückte daran, dass wir in den Gängen auch schon solche Aufnahmen machen konnten. Und zwar diesmal auch, ich rede nicht von Staubpartikeln, weil die haben wir zu Tausenden auf den Fotos manchmal oben. Auch ich bin schon reingefallen, ich gebe es zu, ich habe schon Staubpartikel für irgendwelche, keine Ahnung was kaufen. Ja. Aber
ja. Aber es gibt dann auch das wirklich richtige Phänomen. Ja, ja, das richtige Phänomen ist eindeutig erkennbar und man braucht es nur mal auf 300-fache Vergrößerung gehen, dann kann man das sofort also ganz klar erkennen. Haben Sie schon einmal mit freiem Auge so eine Lichtkugel wahrnehmen können? Ja, da bin ich mir selbst mehr als kritisch. Man sieht ab und zu einmal was aufblitzen, aber das geht so schnell, dass man eigentlich das nicht wahrnimmt, bewusst wahrnimmt. Mhm. Selbst wenn man jetzt hinschaut und man wartet mit dem Fotoapparat dort und steht, also unsere Arbeit ist ja nicht also das Fotografieren von Orbs, sondern die Forschung. Die Orbs sind ein Nebenprodukt gewesen, naja, auf das wir gestoßen sind durch die Forschung. Und nachdem die Menhire und die Lochsteine davon betroffen sind, auch heute noch betroffen davon sind, mussten wir es eigentlich mit aufzeigen, dass so etwas vorhanden ist. Weil es gibt ja auch genug schriftliche Dokumente darüber. Die versuchen ja auch einen ganzheitlichen Zugang. Ja, wir versuchen alles mit hineinzunehmen. Mhm. Nur, es ist ganz einfach. Also man nimmt einmal Pro und Contra her bei der Forschung, listet alles auf, was möglich und was nicht möglich ist und streicht dann alles weg, was sich als nicht gegeben erweist, dann bleiben wenige Dinge über und diesen sollte man dann noch im Detail nachgehen. Also so gesehen kann man schon das Ganze eingrenzen und man muss nicht immer nur mit der Fantasie spielen. Die Realität ist viel fantastischer, als man sich das jemals vorstellen kann. Im Chat kam auch eine interessante Frage, allerdings ganz am Anfang, ich habe es mir jetzt gemerkt, fürs Ende passt es ganz gut. Was ist denn die erstaunlichste Entdeckung, die Sie im Zuge Ihrer Arbeit jemals gemacht haben und über die Sie jetzt auch im Radio sprechen möchten? Ja, es ist schwierig. Ich meine, wir haben also hier im oststeirischen Raum wirklich was Einmaliges gefunden und wir haben ja immerhin also dort eine große Ansammlungen an unterirdischen Objekten wiederentdecken können. Also wir haben es ja nicht entdeckt. Die waren ja schon einmal bekannt, ja, und sind der einheimischen Bevölkerung heute noch bekannt. Also wir rechnen da mindestens mit 600 oder mehr Objekten, die noch da sind. Das können wir nicht sagen. Also 900 dann insgesamt mit den 320. Ich mein, das wäre ein bisschen zu übertrieben, aber im Gesamten. Also die doppelte Menge, die wir jetzt haben, ist sicher okay, dort vorhanden. Ne? Wir fangen jetzt in der Weststeiermark an, das Ganze zu untersuchen. Da haben wir auch schon also durch Mithilfe von Herrn Hayek also ein ganz tolles Ergebnis schon, können wir auch schon vorweisen. Also was die schönste Entdeckung war, ja, da gibt's viele. Wir haben also Naturhöhlen, Großhöhlen auffinden können. Nicht die erstaunlichste, wie ich meine. Also das, was sie wirklich am meisten von Hocker geworfen hat. Wo sie wirklich, gab es so diesen Punkt, wo sie sich gedacht haben, also irgendwie so mein bisheriges Weltbild so ganz passt jetzt doch nicht, weil da stehe ich jetzt vor etwas oder in etwas, das passt einfach nicht dazu. Ich muss das Ganze überdenken. Gab es da diesen Punkt, diese Entdeckung? Ja, es gibt schon so Kleinigkeiten, also wo man zum Grübeln kommt, sagen wir so. Ne? Das ist uns in der Wüste Gobi einmal passiert, bei einem Höhlenkloster, wo wir Wandfresken mehr oder minder sehen konnten und auch dokumentieren konnten, die doch eindeutig irgendwelche eigenartigen Maschinen in der Luft zeigen. Das gab's auch im Fangna-Delta, also in Thailand, wo auch neolithische Wandmalereien ganz technische Darstellungen zeigten und heute noch hoffentlich durch den Tsunami nicht zerstört vorhanden sind. Also solche Dinge gibt's weltweit genug. Wenn man ein bisschen mit aufmerksamen Augen durch die Gegend geht, also findet man auch solche, unerklärlichen Tatsachen, sagen wir so. Und mir ist klar, das ist jetzt spekulativ, ja, also Überschrift spekulativ, aber wenn Sie jetzt schon sagen, also, und ich habe natürlich auch schon von solchen Weltwandfelsmalereien gehört, auch in unserem Kulturkreis
Gemälde von alten Meistern, die irgendwo dann plötzlich so einen fliegenden Hut in der Luft zeigen, der an ein modernes Phänomen erinnert. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass tatsächlich Maschinen existiert haben könnten und diese sogar abgebildet wurden, dann wäre das ja auch die Erklärung für die Entstehung dieser Gänge. Es ist noch keine Erklärung, warum, aber zumindest das Wie. Naja, also... Wie gesagt, spekulativ. Spekulativ, ja. Ich meine, rein interpretieren kann man sehr viel. Aber das wollen sie eben nicht. Nein, das möchte ich nicht, das möchte ich vermeiden. Also ich glaube da nach wie vor, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass die Realität wesentlich fantastischer ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Aber nur man muss der Realität auf die Spur kommen und man darf nichts im Vorhinein hineininterpretieren, sondern nur die Tatsachen belegen und beweisen. Letztendlich genau das, nicht das, was man sich wünscht, sondern das, was wirklich war. Ja. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Wir haben noch so circa 5 Minuten. Ich möchte noch ein bisschen jetzt beim Ausblick auf das Ganze darauf zu sprechen kommen. Und jetzt gehören wir wieder zurück in die Steiermark. Also das, was das meiste der Forschung, das wir betreiben, passiert ja hier in der näheren oder in der Umgebung von Graz in der Steiermark. Naja gut, wir waren 30 Jahre in Asien unterwegs. Ich meine jetzt bezogen auf unser heutiges Thema, auf das Buch. Das ist ja, ist klar. Sie haben seit 50 Jahren, glaube ich, sind Sie in Höhlen unterwegs und forschen und so weiter. Ja. Also, aber der wirklich interessanteste Fund gelang Ihnen gleich im eigenen Hinterhof quasi. Ja, dort, wo wir es nie vermutet haben. Dort, wo man es nie vermutet. Es gibt doch auch Hinweise auf sehr ausgedehnte unterirdische Anlagen. Können Sie da ein bisschen was, hier in der Steiermark, können Sie da ein bisschen noch erzählen, was da so möglich ist und was Sie jetzt dann gerade dran sind in nächster Zeit, so quasi als Ausblick? Ja gut, wir wollen also im Frühjahr noch also diese Schottergänge einmal gezielt erforschen, weil das doch ein Phänomen ist, mit dem wir uns eigentlich, wir sind eigentlich nicht vertraut damit. Das ist ja ganz ein neues Phänomen, was wir haben, und nach den Zeugenschilderungen soll es sich wirklich um sehr lange Gänge handeln, die in mehreren Stockwerken untereinander angelegt worden sind. Ob das der Tatsache entspricht oder nicht, das wird die Zukunft weisen. Also das sind einmal, und natürlich unsere Untersuchungen im Umfeld von Vorau oder nördlich von Hartberg, das wird natürlich weitergeführt, weil dort haben wir so viele neue Objekte, die wir ständig neu untersuchen, wo wir neu reingehen, uns das anschauen, wie lang sind sie. Die meisten sind ja zu verschüttet, zugeschwemmt, leider. Also man müsste dort wirklich jahrelang arbeiten, um wirklich tiefer reinzukommen, wenn es Fortsetzungen gibt. Ne? Das meiste ist ja durch die Oberflächenerosion verschüttet. Sie müssen bedenken, ich meine, das sind Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, und wenn Sie die heutigen Regenfälle anschauen, dann sehen Sie ja, wie schnell das Wasser erdreich mitnimmt. Wir haben also Gänge im Vorraum gehabt, die in den 70er Jahren noch aufrecht, vom Eingang her aufrecht begehbar waren, und innerhalb von nur 35 Jahren sind diese Gänge auf 22 Meter Länge bis zur Decke, da war nicht einmal ein Zentimeter frei oben, waren die verfüllt. Also wir haben da bis zu 30 Tonnen an Schwemmsand herausgeholt, um überhaupt hinten weiterkommen zu können. Und das händisch, ne? Was würden Sie sich wünschen, dass in den nächsten Jahren passiert? Ich meine jetzt für Ihre Forschung. Ich meine, man kann ja inzwischen, eigentlich kann man ja schon sagen, die Geschichte muss neu geschrieben werden. Die Frage ist, in welchem Umfang? Ja, ist das eine? Wir brauchen jetzt noch also die letzten Beweise. Also Beweise, ne? Für das Alter. Für die Altersdatierung. Das heißt, diese Zahlen, die wir jetzt vorher genannt haben, 5.000 bis 7.000 Jahre, die sind noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Da müssen sie. Es sind Streufunde beispielsweise, die in den Gängen gefunden wurden. Allerdings ein Streufund kann auch im Nachhinein hineingelangt sein, auch wenn er jungsteinzeitlich ist. Also das sagt noch lange nicht, dass da irgendjemand in der Jungsteinzeit drin war.
Streufunde sind, der Name sagt es ja schon, Streufunde. Die hat jemand ausgestreut. Die hat jemand ausgestreut, verloren. Ja. Und da kann man nichts ableiten. Oder nur schwerlich. Also, da findet man irgendeinen Fetzen und sagt, ja, der ist jetzt 400 Jahre alt und der, deshalb ist der Gang 400 Jahre alt, was natürlich, also jetzt übertrieben ist. Ja, gut, aber ist man kann sagen, der ist vor 400 Jahren begangen worden. Ja, ne? Aber man sagt ja dann meistens, der ist jetzt 400 Jahre alt. Ja, weil das ist die Fehlinterpretation. Ja, genau. Also das ist wir, unter Mindestalter verstehen wir in der Wissenschaft ein Alter, das ganz konkret angibt, so alt ist das Objekt, aber es könnte auch älter sein. Mhm. Und in den meisten Fällen ist es auch älter. Mhm. Ne? Ja, aber das Mindest geht dann meistens unter. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Was ist so das nächste Forschungsobjekt, dem Sie sich widmen? Wir haben noch circa eine Minute. Ja, wir sind morgen schon wieder unterwegs und also es reißt nicht ab. Wir versuchen derzeit also in tiefer liegende Teile hineinzukommen. Okay, ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute, auch natürlich toi, weil es ja nicht ganz ungefährlich ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so wieder, oder wenn es halt dann angebracht erscheint, ein Update machen können und wieder mal über Ihre Arbeit sprechen, die sich ja ständig entwickelt. Und es kann jeden Tag kann eigentlich der Sensationsfund passieren, der wieder ein Riesen-Puzzleteil mehr. Stimmt, ja, weil ja, würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft wiederholen könnten und danke vielmals für dieses sehr spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 25. Februar 2011. Zu Gast ist Alexander Wagand und es geht um das Räuchern. Ein bisschen anderes Thema als heute. Die Hintergründe einer uralten Tradition denen wollen wir hier nachspüren. Alexander Wagand über eines seiner Lieblingsthemen, das Räuchern. Freue mich schon sehr am 25. Februar. Bis dorthin, danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Macht es gut. Waved goodbye.